Du hast wohl ein Eis. Jetzt habe ich mich bereit erklärt, mit meinen letzten Notgroschen dein Eis zu finanzieren. Ja, ja. Und deswegen müssen wir was mit der Konferte tun. Ja. HRG hat jede erdenkliche Infrastruktur. So, hallo und Grüße aus Berchtesgadensdorf. Hallo. Ich bin gerade dabei. Das neben mir ist Bello, der Anstandsfahrer. Und heute ist das Ziel HRG. Jetzt werden die meisten sich denken, HRG, was soll das sein? HRG ist ein Name, das setzt sich zusammen aus Helmut, Oskar, Heinz, Erich, Rudi, Gerd und Edi. Und zusammen ergibt es den Namen eines Gipfels in den Föhrenbergen. Und den besuchen wir heute. Entlang unseres Wegs kommen wir unter anderem auch am Hochberg vorbei. Also einer Anhöhe mitten im Berchtesdorf mit einem Kreuzweg drauf. Und eigentlich einer sehr schönen Aussicht mit Bankerl und allem, was man sich nur vorstellen kann, mitten im Ort. Hier zweigen wir jetzt nach links ab, in den Graben hinein. Aussichtsreicher wäre zwar der Weg geradeaus, aber dafür ist es hier ein bisschen geschützter. Wir nähern uns jetzt zügig dem Waldrand und es ist die Zeit gekommen für eine Entscheidung. Kann man jetzt geradeaus in den Graben hinein bis auf einen Sattel hoch oder man kann nach links hinüber nach Gieshübel. Einen zusätzlichen Vorteil hat diese Variante über Gieshübel auch noch. Und das ist, es eröffnet sich da einem ein wunderschöner Blick auf Wien. Wo man da bei dieser Abzweigung ankommt, gibt es ein verstecktes Wegerl, das führt da hinauf in den Wald und dem werden wir folgen. Man quert da ganz kurz eine Straße und da geht es wieder weiter in den Wald hinein und diesmal ist es deutlich steiler. Wir erreichen ein Steinbruchgelände und in dem halten wir uns jetzt entlang der Schotterstraße. Hinter uns sind glücklicherweise Kinder und Weidetiere eingezäunt im Ballspielkäfig. Deswegen macht es da ständig Geräusch, weil nämlich der Ball in den Zaun donnert. Und bim bim, zwei Weidetiere. Da werden wir uns irgendwo eine Sitzgelegenheit suchen und einen kleinen Schluck trinken und ein bisschen die Aussicht genießen. So, Erholungsgebiet. Naturpark Föhrenberger Großstadt-Feeling, ja genau. Also ja, das ist. Das ist eh ganz erholsam, das wissen andere auch. Also, demzufolge ist nicht nur der Parkplatz voll, sondern auch die Wiese ist voll und der Bus ist voll. Ja, was soll man sagen? Die Aussicht schön entschädigt, genau. Und da runter über diese Wiese, da werden wir dann später auch gehen. Ja, und die Jahreszeit hat man nicht nur Kinder in großer Zahl, sondern auch Herbstzeitlose. Jede Menge auf der Wiese. Und direkt aufpassen, dass man da nichts zertritt. Wenn man der Wiese da ganz bis zum Ende folgt, dann ist die Frage, wo geht's weiter? Man kann da über einen kleinen Trampelpfad hinuntergehen. Also, für uns geht's da weiter. Da sind ein paar Bäume umgestürzt, ist nicht bei einem geblieben. Und einer dieser Stämme hier, da, der will noch nicht aufgeben. Da strebt alles in die Höhe. Ja, solange der Stamm da vor sich hinmodert, sollte man diesen Rad hier beherzigen. Da ist halt der Schwamm drinnen schon und das Moos drauf. Also man sieht, das hat da schon wirklich urwaldähnliche Züge. Wir erreichen da jetzt eine Stelle, wo wir
auf eine echte Forststraße trifft. Wassergspreng, Weißenbach, Höllenstein, Wildeck und Sulz. Und wir wollen in Richtung Wassergspreng. Also da hinunter. Wir haben jetzt den Parkplatz Wassergspreng erreicht. Von dem aus nehmen viele den HAG in Angriff. Das ist natürlich, sage ich mal, dann keine tagfüllende Unternehmung mehr. Selbst wir vom Berchtesgadenpass sind nur auf einer kleinen Nachmittagstour unterwegs. Aber wer ganz bequem ist und wer noch nicht so richtig weiß, ob er dieser Gipfelsuche was abgewinnen kann, der kann natürlich auch mit dem Auto bis hierher fahren. Und wenn man jetzt die Abzweigung zum HAG findet, da hinter mir, nämlich wirklich, das ist jetzt, von dort komme ich, ist das erste Wasserschutzgebiet. Diese Markierung hier hat da ein kleines Steiglein abzweigend. Und dieses abzweigende Steiglein, das führt hoffentlich zum HAG. Und zwar gleich relativ forsch bergan. Relativ rasch nach der Abzweigung hat man da schon die ersten kleinen Felsformationen. Aber das ist noch nicht der HAG, sondern da geht es noch ein bisschen den Wald hinauf. Schaut mal, was nicht ins Hochgebirge, da haben wir ganz arge Wuchsformen von solchen Kiefern findet. Also die bezwingt da den Fels, hat schon eine ziemliche Dicke erreicht und hat abenteuerliche Verrenkungen vollführt, damit es da auf dem Felsen noch gedeihen kann. Das Steiglein ist wirklich steil und vom Charakter her fast alpin. Also immer wieder mit kleinen Felsen drinnen geht es da auf diesen Rücken hoch. Ein Vorteil ist aber, dafür ist der Anstieg nur kurz. Da ist auch schon zu erahnen, dass man schon ziemlich genau am höchsten Punkt sein muss. Denn überall ringsumher durch den Wald ist auch schon blau zum Sehen. Wenn man sich bei dem Anstiegsweg da gleich links entscheidet, dann hat man übrigens auch dieses Gipfelkreuz schon etwas länger vor Augen. Das heißt also, man kann hier heraufkommen und nicht nur das, man kann dann auch ganz bequem wieder hier absteigen. Das ist also ganz hervorragend angelegt, damit es da keinen Stau gibt am Berg. Willkommen am Gipfel des HAG. Schau, da Gipfel. Mit Gipfelkreuz und Gipfelbuch und allem Luxus, den man sich nur vorstellen kann. Inklusive einer fast schon luxuriösen Aussicht, aber nur fast. Also, das ist der felsige Gipfel des HAG. Und wie ich da gerade eben einem Herrn gesagt habe, es ist wirklich das HAG. Schau, ich hilft da sogar. Na, da halten tue ich da. Ich schreibe trotzdem Wauhi. Ja, schreibt halt Wauhi. So blau also. Ist das schön. Genau. Also der HAG hat jede erdenkliche Infrastruktur. Gipfelkreuz, Gipfelbuch, Kugelschreiber vorhanden, alles super. Und der Luca-Zackel. Und der Luca-Zackel, ja. Aber zum Glück ist die Box vom Gipfelbuch natürlich. Und für uns geht es jetzt aber da entlang des Grates hinter dem HAG weiter. Wir haben mal die eindrucksvolle Berggestalt. Nach dem Besuch des HAG kann man da über den Mitterberg drüber oder klassisch da schon sehr blassen Markierung folgend drumherum gehen. Da sind die Hänge ganz schön steil und da ist schon fast Vorsicht geboten. Also bei Nässe ist das Steigern da mit einer gewissen Rutschgefahr verbunden. Unerwartet gebirgig. Jetzt eine breitere Schneise durch den Wald, in der wir wieder einen schönen Gegenanstieg haben. Der ist jetzt nicht allzu steil und mühsam und vor allem auch nicht so rutschig. Und jetzt begeben wir uns eigentlich schon auf die Hochstraße zu. Es stehen ein paar Föhren um und um, dort ist ein Martel und ein Bankerl. Und wir folgen jetzt aber dem Trampelpfad da hinauf und
schauen wir mal, dass wir in Richtung der Hochstraße kommen. Auf der Wiese haben offensichtlich die Wildschweine gewütet und dann entsprechend umgockert. Ja, fragen wir, was sie da gefunden haben. Schlecht zum Gehen. Also, das ist schlecht zum Gehen, ja, das liegt daran, dass du vermutlich in der Wasserrinne gehst. Da vorne, geradeaus weiter, ging es jetzt wieder hinunter nach Gieshübel und wir entscheiden uns für den Weg nach links hinauf. Der geht in Richtung Kugelwiese und Berchtoldsdorf. Bei der Kugelwiese gibt es auch den Salzstangelwirt. Da könnte man einkehren. Großer Betrieb mit vielen Kindern, aber zumindest sind es Kinder, die in der Natur spielen. Und das ist ja schon mal sehr viel wert. Bei diesem Wegweiser da oben, Berchtoldsdorf grün, dann blau, da halten wir uns jetzt rechts und da kommen wir direkt nach Berchtoldsdorf hinein. Der grüne Wegverlauf geht da gleich wieder in den Wald hinein, also geht von der Vorstraße weg. Da vorne geht es dann noch in zwei Serpentinen hinunter, bevor wir wieder mitten in den Weinbergen stehen. Da hinter uns wäre jetzt ein Bankhaus gewesen in Serpentina 1 zum Pause machen. Wir haben beschlossen, wir machen da jetzt keine Pause, sondern wir erscheinen jetzt zielstrebig nicht in Richtung mir. Ortszentrum. Ich habe das beschlossen. Ich habe gar nichts beschlossen. Du hast wohl ein Eis. Jetzt habe ich mich bereit erklärt, mit meinen letzten Notgroschen da Eis zu finanzieren. Ja, ja. Und deswegen müssen wir in die Ortsmitte von Berchtesdorf. Ja. Da thront jetzt ein Riesenschranken, praktischerweise für alle, die sich ans Radfahrverbot nicht gehalten haben mit einer Umfahrung. Sehr günstig. Also ihr werdet es nicht für möglich halten. Aber da war tatsächlich Wandertag. Und direkt ohne uns, weil wir sind gewandert, ohne Erlaubnis. Da sieht man jetzt einen Blick auf Berchtesdorf. Da hinten ist die Burg zu erahnen. Und alles, was man da sonst noch sieht, ist ja, die Shopping City Süd. Hm, vielleicht nicht unbedingt die Attraktion Nummer 1. Und da unten die Ausläufer von Wien. Hey, da draußen, ein Fernsprecher. Das ist schon mehr als ein seltener Anblick. Ja. Manche von uns erinnern sich da besser dran als andere. Aber da ist jetzt schön ruhig. Und ist noch mal ein schön grüner Ausgang, bevor wir dann das Ortszentrum von Berchtesdorf erreichen. Da vorne gibt es noch eine Wasserstelle. Also für alle, die da schon sehr durstig sind und nicht irgendwo einkehren wollen, gibt es eine öffentliche Trinkwasserversorgung. Es gäbe auch am Ortseingang in der Elisabethstraße eine. Oder zumindest wäre der gute Wille erkennbar. Das einzige Problem ist, ich habe vorher probiert und leider ist da nichts rausgekommen. Kommen wir an der Burg vorbei. Da wächst da oben ein Föhrenbäumchen und die Wehrkirche ist da eindrucksvoll zum Sehen. Kann man verweilen oder aber man biegt nach rechts ab in Richtung Eis. Da haben wir auch noch den Turm von der Wehrkirche, den sein Dachl hat man von oben gesehen. Also es ist jetzt 17 Uhr und wir haben und Berchtesdorf am Marktplatz erreicht und uns ein hervorragendes Eis gegönnt, aber leider am letzten Tag, an dem es noch Eis gibt, in dieser Saison zumindest. Das Geheimnis des HAG ist gelüftet. War definitiv eine Reise wert. Kuriosum im Mineral für alle, die das einmal probieren wollen. Und vom Berchtesdorf aus ist das eine angenehme Nachmittagstour, wo man sich vielleicht 5 Stunden Zeit nimmt. Und jetzt alles gut. Und die landschaftlichen Eindrücke, jetzt gerade um diese Jahreszeit, sind hervorragend schön noch. Und wer möchte, der kann das ja vielleicht auch mit einem kleinen heurigen Besuch kombinieren und daraus dann nur tatsächlich eine tagfüllende Unternehmung machen. Doch noch ein sonniges Wasser gefunden. Ja, das sind die letzten Bilder aus Berchtesdorf. Ich bin voll dabei und vielleicht sieht man sie mal auf einer anderen Tour. Wir wollen bekanntermaßen ins Ortszentrum von Berchtesdorf. Ha, da kommt jetzt gar kein Widerspruch, wenn ich gesagt habe, wir. Das liegt sicher am Eis, das auf uns wartet. Genau.